Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 2 hier bei Repeat. Ich hab's versprochen. Ich werde die Kurbel benutzen. Ich werde so lange kurbeln, bis ich nicht mehr kurbeln kann. Oh, hi. Ein Schuss aus nächster Nähe? Mit zwei Patronen? Warum habe ich die zweite Patronen noch nie benutzt? Oder sehr, sehr wenig. Zweite Patronen sind awesome. Und ich weiß, die Kurbel ist auf der anderen Seite drüben, aber hey. Ich will erst die Steine einsetzen. Dann habe ich schon wieder zwei Problemkinder weniger. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das Feuerzeug hier drin war, aber ich glaube, das ist nur beim Art-Szenario so. Ich denke, dass es unten im Archivraum ist, aber da habe ich wieder keinen Schlüssel. Denke ich, meine ich. Das ist der einzige Ort, wo ich noch nicht war, unten im Archiv. Da brauche ich doch diesen extra Schlüssel, diesen Peak-Schlüssel, was das war. So, einmal Schlange, einmal Adler. Dann fehlt nur noch eins, okay. Jetzt bin ich nur am Überlegen. Oben die Kurbel bringt mir... Ich brauche das Feuerzeug aus nichts. Sonst komme ich nicht weiter. Ne, im Starspiro war kein Feuerzeug. Verdammt, wo ist das Feuerzeug? Das gibt's doch nicht. Unten bei Marvin, da war der Sprengsatz, ja? Also die Bombe und der Zünder. Aber ansonsten... Der Granatwerfer war hier in der Halle. Aber wo war das Feuerzeug? Gott verdammt, Claire, warum kannst du keine Raucherin sein, ha? Das würde die Sache so viel einfacher machen. Oder Streichhölzer, zumindest Streichhölzer. Nein, ich brauche keine Streichhölzer. Und ich brauche kein rotes Kraut. Ich kann beim besten Willen nicht sagen, wo das Feuerzeug ist. Ist denn keiner von den Polizisten Raucher? Das gibt's doch nicht. Ja gut, so einen matschigen, ekligen Zombie-Körper will ich auch nicht antatschen, wenn ich ehrlich bin. Das ist mehr als eklig. Und die Kurbel verschwindet aus unserem Inventar. Und hier oben bräuchte ich das goldene Zahnrad. Um an das goldene Zahnrad zu kommen, brauche ich aber das goldene Feuerzeug. Das Getriebe für die Uhr, die Rede sind bla bla bla. Eine Eisenplatte scheint vor kurzem angebracht worden zu sein. Bla 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 bla, Claire. Wobei Claire eigentlich immer ein Feuerzeug dabei haben müsste, nachdem das ein Geschenk von ihrem Bruder war. Dieses abgetragene goldene Feuerzeug. Das sie auch in Cor Veronica dabei hat. Aber... Anscheinend hat es an diesem Tag zwischen ihren BHs vergessen. Ja? Wer weiß das schon, wer weiß das schon. Gut, zumindest ist das erledigt. Aber wo ist das Feuerzeug? Ich war in jedem... erdenklichen Raum. Feuerzeug, Feuerzeug. Bis auf den da unten. Der ist so blau markiert, also müsste ich ja theoretisch durchkommen, aber ich komme da nicht. Da brauche ich irgendeinen bestimmten Schlüssel, hieß es. Ich kann zwar nochmal hinschauen, aber das wird mir wahrscheinlich nichts bringen. Das schon geöffnet? Leer. Wo ist das Feuerzeug?
mich doch nochmal in das Starspira, weil ich sonst nicht wüsste, wo das Feuerzeug sein sollte. Da ist nichts mehr drin. Ich bin jetzt die ganze Zeit am Überlegen, wo das Feuerzeug ist, aber ich komme einfach nicht drauf. Hier drin würde ich auch ein Feuerzeug brauchen für das Bild, damit ich den Edelstein freilegen kann, aber... Hier ist halt absolut nichts. Ein Kamin. Opfer an das Höllenfeuer, ja. Das ist ja alles schön und gut. Ich wette mit euch, ich bin schon 10-mal vorbeigelaufen an dem Feuerzeug. Verschlossen. Unter dem Schlüsselloch ist ein Pick eingraviert. Ergo, ich komme da nicht weiter. Den habe ich auch schon aufgeschlossen, da ist auch nichts mit drin. Das gibt's doch nicht, dass ich das Feuerzeug nicht finde. Muss doch irgendwas sein, das gibt's doch nicht. Hier war die Bombe, oder beziehungsweise der Zünder. Oben bei der Sekretärin liegt es auf dem A-Szenario, das weiß ich, was im B-Szenario ist. Hier war das der Klebstoff drin. Nein, nicht Klebstoff, Sprengstoff. Harmlosbolzen, yay! Genau das, was ich brauche. Ja gut, dann nehme ich den blöden Film halt mal mit, weil es egal ist. Kann eh nichts damit machen. Feuerzeug. Wenn ich ein Feuerzeug wäre, wo wäre ich dann? Im Gefängnis unten? Nee, kann auch nicht sein. Das gibt ja auch keinen Sinn. Warum sollte ein Feuerzeug im Gefängnis unten sein? Nee, das muss hier irgendwo auf den oberen Ebenen sein. Film B. Abgebildet vor der Schneiderei Arukas. Rückblicken, ein Zombie innerhalb von 2 Stunden. Das Zielobjekt klagte wiederholt über große Schmerzen der Epidermis. Außerdem heftige Übelkeit bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Zielobjekt das Bewusstsein verlor.
Bild von Ben Bertolucci. Ah, der gute Ben, dem das Vieh aus der Brust geplatzt ist. Feuerzeug, Feuerzeug. Ich denke, ich habe irgendwas übersehen, denn ich bin jetzt ein bisschen rumgelaufen und in der Haupthalle unten habe ich auch die Statue noch gar nicht aktiviert. Ah, hier war ich ja auch noch nicht. Einhornmedaille. Stimmt, die befindet sich ja jetzt gar nicht unter Christus Tagebuch. Im Art-Szenario, sondern ist hier an der Wand. Wenn ich natürlich den ganzen Schlüssel vergesse, ne? Dann ist natürlich klar, dass ich nicht in den Aktenraum komme, wo das Feuerzeug drin ist. Woher weiß ich, dass das Feuerzeug im Aktenraum ist? Weiß ich nicht, aber nachdem es der einzige Raum ist, wo ich noch nicht drinnen war, denke ich mal, dass da das Feuerzeug drin ist. Na gut, zumindest können wir jetzt mal weitermachen. Das hat mich ja nur 5 Minuten Suche gekostet, ne? Offscreen. Aber hey. Und wir bekommen einen weiteren Revierschlüssel. Nämlich den Pickschlüssel, den ich schon die ganze Zeit wollte. Ja, im Buch ist das ein bisschen anders. Da hat Ada die Einhornmedaille und setzt die im Brunnen ein, um, den Schlüssel, um an den Schlüssel zu kommen. Ich kann das Buch von Esti Perry wirklich wärmstens empfehlen. Also alle Resident Evil Bücher von ihr. Die sind so 90% akkurat mit der Vorlage. Und ich muss sagen, ich bin auch gar nicht irgendwie stinkig, dass sie nicht hundertprozentig akkurat sind, denn die 2-3 Änderungen, was sie vornimmt, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also es hilft der Erzählweise im Buch aus den 4-5 verschiedenen Sichtwinkeln jeweils. Wie gesagt, ich kann es wärmstens empfehlen, die kosten immer noch zwischen 5 und 8 Euro oder so. Gibt es auch als Kindle-Edition. 3 Bücher in einem für 8 Euro oder 10 Euro oder sowas. Guck mal hier, guck mal da, das Feuerzeug. Ja, guten Tag. Genau das, was ich immer wollte. Ein Feuerzeug. So, und jetzt wird es wieder gefährlich. Was mache ich jetzt mit dem Feuerzeug als erstes? Ich bin in der Nähe des Stars-Büros. Da würde ich mal sagen, gehe ich da hin. Genau, das ist der Weg. Da werde ich gleich mal das Gemälde verbrennen. Dann kann ich oben die Steine, die Edelsteine einsetzen, genau. Und dann kann ich wieder runter in den Keller und da das Rätsel machen für dieses goldene Zahnrad. Genau, dann sind wir mit dem Polizeirevier nämlich fertig. Aha. Ja, wie gesagt, ich finde das B-Szenario einiges interessanter. Das habe ich auch bei weitem nicht so gut im Kopf wie das A-Szenario. Aha, da haben wir wieder ein weiteres Virgin Heart. Der Edelstein, wunderbar. Tja, wie laufe ich jetzt am klügsten? Besten hier den Weg weiter. Ein Stockwerk höher. Oder? Es bleibt sich eigentlich ziemlich gleich, ob ich jetzt unten laufe, durch die Haupthalle nach oben gehe, ob ich hier hochgehe, durch die Bücherei, über den Balkon auf die andere Seite. Es bleibt sich ziemlich gleich. In dem einen Raum ist noch der Licker, oder? Oder habe ich den getötet? Ne, der müsste noch da sein. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich den nicht getötet habe das letzte Mal. Ne, stimmt, ich bin da rausgelaufen, genau. Ich habe den Schlüssel genommen und bin abgehauen.
So, hier in die Bücherei. Vorne raus. Über den Balkon auf die andere Seite. Zur Sekretärin den zweiten Stein nehmen. Und dann weiterlaufen, genau. Das hört sich ja fast an, als hätte ich einen Plan. Außerdem kann ich dann das noch hier mitnehmen. Das verbinden wir. Jawohl. Wieder was zum Heilen erschaffen. Ah, die Musik hier in der Eingangshalle ist einfach wundervoll. Die könnte ich mir den ganzen Tag lang anhören. Tja. Uns fehlt auf jeden Fall noch der Jaguarstein für Brian Irons Büro. Ist eine Wandtafel. Das lege ich mal ab, das Feuerzeug brauche ich noch. Das nehmen wir mit. Jetzt muss ich den Licker fast umnieten, da ich die ganzen Steine einsetzen muss. Ansonsten wird es ein bisschen heikel. Aber wir schaffen das. Alles kein Problem. Dreht einfach seinen nackten Hintern zu mir. Hey, wie gut ist denn das? Ein Schuss und das Vieh ist down. Ist awesome. Einfach awesome. Im Art-Szenario ist das eines der ersten Rätsel, was man macht. Hier ist es eines der letzten. Ne? Ich weiß, es sieht von der Ferne aus wie eine Packung Kaugummi, aber es ist die Hälfte eines blauen Steins. Aber uns fehlt ja noch eine Hälfte, ne? Aus zwei Hälften kann man ja gewohntermaßen ein Ganzes machen. Genau das müssen wir tun. Allerdings muss ich dafür wieder quer durchs Polizeirevier. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Man gönnt sich ja sonst nichts. Aber liebe Leute, das machen wir in der nächsten Folge, denn ich habe nicht mehr so viel Zeit. Es tut mir leid. In der nächsten Folge geht's weiter hier bei Repeat mit Resident Evil 2. Dann holen wir den blauen Stein. Und dann gucken wir mal, was Claire noch so alles erlebt im B-Szenario. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, schreibt einen Kommentar, lasst einen Daumen da. Und ich sage natürlich wie immer, bleibt wundervoll, bleibt sexy. Ich bin euer Zarkan. Stay tuned and so long.